Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt heute Bock drauf und lasst ein Like da. Ja? Auf ganz, ganz sympathisch. Aber wie dem auch sei, kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar der Machtkampf auf den Hamburger Kiez. Werden wir uns heute anschauen. Ich habe echt Bock darauf bekommen, wo ich mir die Sendung auf Prime angeschaut habe. Luden, glaube ich, heißt es nur. Super starke Serie, geht eine Empfehlung von mir raus, sind 6 Folgen oder so. Guckt sie euch an, kommt wieder auf das Video und lasst nochmal ein Like da, falls die Sendung euch natürlich nur gefallen hat. Aber wird sie, meine Freunde, wird sie. Vertraut mir. Okay, genug gequatscht, wir gehen rein ins Video und hoffen, dass es genauso gut ist wie die Serie. Let's go. Bis heute habe ich grundsätzlich nur über Dinge berichtet, die im Ausland stattfanden. Doch auch hier in Deutschland haben wir ein paar einzigartige Geschichten und Straßen, die weltweit bekannt sind. Und die berühmteste deutsche Straße ist natürlich die Reeperbahn. Okay, kurz auch mal eine ganz kleine Sache nebenbei. Die Serie, die ich euch gerade empfohlen habe, ist auch eine deutsche Serie. Und ich bin eigentlich auch nicht so für deutsche Filme oder Serien, was auch immer. Aber die ist wirklich stark. So viel dazu nochmal. Das jetzt beiseite und wir fokussieren uns auf das Thema. Reeperbahn, ich war auch schon mal da, sehr, sehr geil. Der Kiez auf St. Pauli lockt jährlich Millionen von Touristen an. Doch das Rotlichtmilieu sorgt auch dafür, dass viele kriminelle Organisationen gegründet werden, bis die Polizei Anfang der 80er Jahre eine Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität gründet. Seitdem wird jede Gruppe, die versucht, den Kiez zu übernehmen, sofort von der Polizei zerschlagen. Und das nicht grundlos. Denn schon seit den 70er Jahren herrscht immer wieder ein Machtkrieg auf den Straßen der Reeperbahn. Da ich ja auch über organisierte Kriminalität Nutella-Bande. Ich glaube, das ist Nutella-Bande. Karate Andi. Berichte, gucken wir uns heute den Machtkampf auf den Hamburger Kiez an. Lasst natürlich auch den Ben Bugatti ein Like da oder ein Abo. Wäre sehr, sehr stark, meine Freunde. Aber mir auch. Ich wurde damals gelebt zu haben, muss so geil gewesen sein. In den 60er Jahren boomt die Prostitution auf der Reeperbahn und viele Frauen stehen auf der Straße, um sich anzubieten. Da dies nicht gut zum Stadtbild passt, entschließt sich der Hamburger Senat, das größte Bordell in Deutschland zu eröffnen. Mit über 250 Zimmern, in denen die Frauen in Ruhe arbeiten können. Das Eros, denke ich mal, dass es damit gemeint ist. Aber ich glaube, es ist sogar das größte Europas gewesen. Das Eros Center. Ein Jahr später folgt das Palais de Mour. Mit der Eröffnung des Palais de Mour entsteht da Mitte der 70er Jahre die erste Zuhälterorganisation namens GmbH. Den Namen geben sich 4 erfolgreiche Zuhälter aufgrund ihrer Vornamen. G für Gerald Gliesmann, M für Michael Luchtig, B für Walter Vogler, der Beatle genannt wurde, und H für Harry Fortmann. Okay, nochmal ganz kleine Geschichte, darum geht es auch in der Serie auf Prime. Luden, kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, ist auch unbezahlte Werbung, aber hat es mir wirklich angetan. Deswegen, ja man. Sie fangen mit 2, 3 Frauen an, doch es werden täglich mehr, bis sie die führende Gruppe auf dem Kiez wurden. Sie haben etliche Frauen im Eros Center und im Palais de Mour, durch die sie zigtausend Mark am Tag verdienen. Das verdiente Geld zeigen sie dann mit Luxuskarren und Schmuck. Die Geburt der Zuhälter, wie wir sie bis heute kennen. Niemand wollte sich mit der GmbH anlegen, bis sich eine kleine Gruppe von Jungs einen Namen in der Zuhälterszene macht. Zunächst lacht die GmbH über die Jungs, die jünger sind als sie. Die sollen mal Nutella-Brote essen gehen, meinte mal ein Mitglied der GmbH. Als Trotzreaktion nennt sich dann die junge Zuhältergruppe von 7 Jungs die Nutella-Bande. Neben den beiden Gruppierungen, die immer größer werden, formen sich auch kleine Straßengangs, wie zum Beispiel die Street Boys, die radikale Chicago-Bande und Rockerbanden, wie zum Beispiel die Hells Angels, die 1971 nach Hamburg kamen. Doch auch wenn es nun mehrere Gruppierungen auf dem Kiez gibt, es gibt so viel Geld zu machen, dass sie stressfrei, teilweise sogar nebeneinander arbeiten. Doch okay, das war ein harter Cut gerade. Das ändert sich leider Anfang der 80er Jahre. Die Einnahmen im Rotlicht werden immer weniger. Ich glaube, wegen AIDS. So war es auf jeden Fall in der Serie, meine Freunde. Die meisten Freier haben Angst vor dem neuen AIDS-Virus. Der Einbruch der Finanzen sorgt dafür, dass die Zuhälter ihr Lebensstandard nicht mehr halten können. Sie suchen sich eine neue Einnahmequelle. Und so kam das erste Mal Koks auf den Kiez. Ja. Viele der Zuhälter konsumieren die Droge neben dem Verkauf. Und der Drogenkonsum, gepaart mit den Einbrüchen der Finanzen, sorgt für sehr viel Streit und den ersten Toten.
Das zweitgrößte Bordell, Palais des Moors, was ca. 240 Zimmer hat, in dem viele Frauen der ganzen Banden arbeiten, wird vom Wiener Peter und Chinesen Fritz geführt. Sie haben auch selber Frauen dort stehen. Doch durch die wenigen Einnahmen will sich Chinesen Fritz 1981 vom Wiener Peter trennen. Der Streit zwischen den zwei soll dann eskaliert sein, sodass Wiener Peter einen Killer aus Sizilien angeheuert haben soll. Am 28. September 1981 wird Chinesen Fritz dann in der Ritze erschossen. Und Wiener Peter muss ab diesem Tag seine Einnahmen nicht mehr teilen. Doch auch wenn das Gerücht rumgeht, dass Wiener Peter den Auftrag gegeben hat, man konnte ihm nichts nachweisen und er wurde deswegen bis heute nicht belangt. Mit dem ersten Mord beginnt dann eine neue Zeit auf dem Kiez. Die ersten Zuhälter fangen an, sich zu bewaffnen. Und es entsteht regelrecht ein Machtkrieg, der schon bei jeder Kleinigkeit eskaliert. Der Konkurrenzkampf ist... Aber so viel wie ich weiß, also so, es gibt da einen Vorfall, frag mich nicht mehr, wer genau das war. Also war einer auch von diesen Banden, ja, also von entweder GmbH oder Nutella-Bande, irgendwie sowas, einer von diesen ganzen Konstrukt. Der hatte eine Auseinandersetzung mit, ich glaube, das sind die er da gerade gesagt hat. Und da kam es zur Schießerei, also weil die eine Waffe gezückt haben. Und die sind, weil sie dann geplappert haben, kurz danach gleich wieder rausgekommen. Und somit war dann klar, okay, Alter, ob ich ihn jetzt zusammenschlage oder ob ich ihn erschieße, ich kriege die gleiche Strafe. Deswegen haben sich immer mehr bewaffnet. So, und ja, deswegen wurde es immer dreckiger da. So stark, dass ab dem Jahre 1982 fast jeden Monat einer aus dem Rotlicht sein Leben verliert. Im April 82 wird Dieter Mohr von der GmbH von einem Mann, der sich als Polizist verkleidet hat, erschossen. Ein Monat später, im Mai, wird ein Mann mit dem Szenenamen Wucher von St. Pauli in seinem Audi erschlagen aufgefunden. Im Juni wird der Zuhälter Dieter Glocke auf dem Kiez überfahren. Im Oktober desselben Jahres wird der Wirtschafter des Aero-Center erstochen, nachdem er sich bei einem Streit zwischen einem Zuhälter und einer Prostituierten einmischt. Kurz gesagt, es eskaliert einfach regelmäßig. Im Oktober kommt es auch zu einem Streit zwischen zwei Prostituierten im Aero-Center, bei der die eine Frau leicht verletzt wird. Die Frau geht zu ihrem Zuhälter namens Angie Becker, der ein Mitglied der Nutella-Bande ist, und erzählt ihm von der Tat. Angie möchte Schadensersatz und fährt mit seiner Gang zu den Zuhältern der anderen Frau. Doch dort wurde er schon erwartet. Drei Männer schießen ca. 30 Mal auf die Jungs der Nutella-Bande und treffen dabei Thomas, Klaus und Angie, der seine Frau rächen wollte. Angie und Klaus versterben noch vor Ort. Thomas, Szenename Karate Tommy, wird getroffen, kann aber dennoch davonkommen. Die drei Männer, die auf sie geschossen haben, konnten ebenfalls flüchten. Aufgrund der ganzen Taten gründet die Polizei, nachdem sie jahrelang behauptet hat, es gäbe keine organisierten Gruppen, eine Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität. Mal ganz kurze Pause, Leute. Bin ich da der Einzige oder... seht ihr das genauso wie ich? Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da. Ihr wisst, auf alles sage ich jetzt immer Like. Damals, die Zeit ist irgendwie nicer als die heutige Zeit. Ist klar, dass das jetzt nicht gerade ein nices Thema ist, aber irgendwie, wo es noch weniger Technik, sage ich mal, gab, also für mich, vielleicht bin ich doch jetzt alleine, kommt es eigentlich so ein bisschen besser, so das Leben. Ich weiß nicht, weil da waren andere Sachen mehr so im Fokus, wisst ihr, was ich meine? Jetzt natürlich auch geil, so ein PC und dies, das, sowas hier alles machen zu können. Sehr, sehr geil. Aber hat auch, weiß ich nicht, so, weiß nicht, Alter. Ich glaube, damals wäre ein bisschen nicer gewesen. Damit wird der Druck auf die Zuhälter von Tag zu Tag größer, sodass als erstes die GmbH zerbricht. Der Michael, Szenename der schöne Misha, von der GmbH nimmt sich das Leben. Andere Kiezgrößen wie der Wiener Peter connecten dagegen mit Leuten, die seine Probleme aus der Welt schaffen. Und so holt der Wiener Peter den Auftragskiller Werner Pinsner auf den Kiez. Pinsner erschießt für 30.000 Euro einen Mann, der Wiener Peter erpresst hat, und zeigt Wiener Peter damit, dass er sein Wort hält. Durch seine neue Connection auf dem Kiez treibt sich Werner Pinsner immer häufiger auf St. Pauli rum. Am meisten mit den Jungs der Chicago-Bande, die er auf dem Kiez kennenlernt. Auch wenn er ein schräger Typ ist, die Leute respektieren ihn, weil sie wissen, zu was er in der Lage ist. Und so kriegt Pinsner den nächsten Auftrag. Ein Zuhälter will seinen Partner namens Peter Feilmeier beiseite haben. Also lockt Werner Pinsner Peter Feilmeier in einen Hinterhalt und erschießt ihn. Wenig später bekommt er den nächsten Auftrag vom Wiener Peter. Er soll einen Geschäftspartner mit dem Szenennamen Lackschuh umbringen. Also die Namen damals, die waren ja wirklich gottlos, ne? Lackschuh, wie heißt er? Semmelpeter? Bro, Alter, was für Namen, ja. Und auch Lackschuh wird wenig später Lackschuh. Von Werner Pinsner erschossen.
Dadurch wird Wiener Peter Mitte der 80er Jahre die Nummer 1 auf St. Pauli. Doch wenn man die Nummer 1 ist, zieht man natürlich auch automatisch die Konkurrenz an. Ein sehr berüchtigter Zuhälter namens Waldi entschließt sich aufgrund dessen, mit einem Kumpel und Stefan Henschel den Wiener Peter zu besuchen. Die drei Männer fordern Anteile vom Palais des Moors. Doch Wiener Peter lehnt natürlich ab, sodass die drei Jungs auf Wiener Peter losgehen. Sie verhauen ihn und das vor seinen Frauen, ohne zu wissen, wie radikal Wiener Peter mit seiner Konkurrenz umgeht. Nach der Tat bietet Wiener Peter Werner Pinsner 60.000 Mark an, um die drei umzubringen. Im März 1985 erschießt Pinsner dann Waldi und seinen Freund. Waldi und Pinsner kannten sich und deshalb hat Waldi ihn sogar in die Wohnung gelassen, ohne zu wissen, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Stefan Henschel war nicht am Wesen und muss deswegen täglich um sein Leben bangen, bis er dann letztendlich nach Spanien flüchtet. Durch die ganzen blutigen Ereignisse ist die Polizei gezwungen, sehr hart durchzugreifen. Deshalb veranstalten sie regelmäßig Razzien, bis eine Person letztendlich bereit ist, auszupacken. Die letzten Beweise gegen Werner Pinsner werden gesammelt und am 15. April 1986 wird Pinsner dann in seiner Wohnung überrascht und verhaftet. Wer war die Ratte? Also, muss man ja mal sagen. Wer hat geplaudert? Für was hat er geplaudert? Wäre jetzt schon im Nachhinein interessant gewesen zu wissen. Ne? Bei der Vernehmung fängt Werner Pinsner an auszupacken. Er erzählt über alle seine Morde und wer die Auftraggeber sind. Doch vor Gericht wird er niemals aussagen können. Denn bei einer Vernehmung schmuggelt Pinsners Freundin einen Revolver mit ins Aussagezimmer. Mit dem Revolver erschießt Pinsner dann den Beamten, der ihn verhört hat, seine Freundin und am Ende sich selbst. Unglaublich, okay. Digga. Okay. Wiener Peter. Warum bringt der alle um? Hätte doch gereicht, den Bullen umzubringen da, ne? Wenn er, also ich weiß nicht mal, was für einen Grund das jetzt gehabt hätte, aber warum die Frau die Waffe auch noch reinbringt? Hä? Peter und andere Auftraggeber, die Pinsner bis dato genannt hatte, wurden alle verhaftet und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wiener Peter kam im Jahre 2001 wieder frei und wurde dann nach Österreich abgeschoben. Heute soll er in Ibiza leben. 90% der Zuhälter wurden am Ende zu Fall gebracht. Viele wurden auch im Nachhinein erschossen, sind jahrelang in Haft gegangen oder haben sich am Ende das Leben genommen. Damit endet die blutigste Ära der Reeperbahn. Und es war wieder Platz für neue Gesichter. So kamen dann die Hells Angels, dessen Hauptgebiet die Schanze war, langsam immer mehr auf den Kiez. Kurze Zeit später haben sie schon 70 Frauen im Eros-Center stehen. Seitdem breiten sie sich auf den ganzen Kiez aus. Neben ihnen versuchen noch viele Ausländer, die Macht vom Kiez zu erobern. Anfang der 90er Jahre versuchen dann albanische Gruppierungen, den Kiez zu übernehmen. Aber so diese neuen Gruppierungen finde ich nicht mehr so interessant wie die von damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil heutzutage geht es wirklich eigentlich nur darum, wurde auch in einem Interview übrigens gesagt, und ich zitiere das jetzt nur mal, der Kampf ist jetzt egal, ob der ehrenvoll oder, also ich sag mal, mit Ehre gemacht wird, ne, dass du nicht hinterhältig bist. Heute ist nur noch entscheidend, dass du gewinnst, egal wie. Ja, ob du ihn im Schlaf umbringst, ob du, keine Ahnung, ihn brichst, wenn du seine Frau umbringst oder, weißt du, was ich meine? Also das ganze Game soll so richtig dreckig geworden sein. Und damals war das so, also bevor das da mit den Waffen losging, ja, hast du halt auf die Fresse bekommen. Nicht von hinten oder sonstiges, sondern direkt von vorne. Also du wusstest, was jetzt passiert. Und dann war auch okay, weißt du, was ich meine? Also so war das zumindest, wurde es in den Interviews gesagt und glaube ich auch so, ne, dass es damals in die Richtung ging. Es ist nicht so, dass zwei auf einen dann los sind, ist bestimmt mal passiert, aber dann hast du dein Gesicht verloren. Und heutzutage, Hauptsache, ja, du fegst ihn, so nach dem Motto. Hauptsache, er ist am Boden und wenn nicht sogar tot. Buff. Deswegen das jetzige Game ist ja, keine Ahnung, ist scheiße. Sie zwingen alle Gastronomien und Bordellbesitzer, ihr Geschäft an sie zu verkaufen. Und wer sich weigert, wurde meistens Opfer von Gewalttaten. So konnten albanische Banden sehr viele Immobilien auf dem Kiez kaufen, die sie bis heute noch besitzen. Doch die Hells Angels ließen sich nicht vertreiben und wurden neben den ganzen kleinen Gruppierungen von Albaner, Russen und Kurden bis zu den 2000ern immer mächtiger. Im Sommer 2000 sind die Hells Angels dann auf ihrem Höhepunkt. Doch ein Angel-Mitglied namens Strähnchen Matthias soll seine Frauen geschlagen haben. Okay, aber die Namen haben sich nicht verändert. Strähnchen Matthias. Die dann zur Polizei gehen und auspacken. Die Polizei, die sowieso nicht gut auf die Hells Angels zu sprechen ist, greift aufgrund dessen hart durch. Mit 400 Beamten durchsuchen sie alle Lokale der Hells Angels und beschlagnahmen dabei 17 Millionen Euro, die angeblich unversteuert waren. So kamen dann auch die drei führenden Hells Angel-Mitglieder in den Knast und es wird wieder mal ein Machtvakuum hinterlassen. Anfang der 2000er entsteht dann die Marek-Bande, die den Kiez übernimmt.
Die Marek-Bande war eine Gruppe von ca. 100 Jungs aus der Bodybuilder-Szene. Sie sollen sehr radikal gewesen sein und damit ca. 27 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Im Jahre 2005 wird dann der Kopf der Bande und mehrere Mitglieder verhaftet. Der Prozess endet mit 7 Freisprüchen, 2 Bewährungsstrafen und nur einer Verurteilung. Doch nach dem ganzen Stress soll sich der Kopf der Marek-Bande zurückgezogen und ein kleines Bordell in der Süderstraße eröffnet haben. Zu der gleichen Zeit war einer der letzten Urgesteine auf dem Kiez ein Albaner namens Albaner Toni, der sein Geschäft im Aero Center seinen Neffen namens Safi übergab. Safi gründet dann die Aero Center Gang, die für Schlagzeilen sorgt und den Kiez unsicher macht. Bis ein Mitglied auf einen Türsteher schießt und mehrere Mitglieder verhaftet werden. Als sie dann noch wegen interner Streit... Aber es ist nur noch mit Waffen, ne? Also muss man ja sagen, es sind ja nur noch Waffen. Ne? Das ist ja schon... Ja, das ist, was ich eben meinte, ne? Rein, aufeinander schießen, löst sich auch die Aero Center Gang auf und das Aero Center wird im März 2015 geschlossen. Oh. Die Polizei hat verstanden, dass im Grunde der das Aero Center führt, das Sagen auf dem Kiez hat. Also benennen sie das Aero Center um. Sie nennen es Pink Palace und stellen den ersten offiziellen Manager namens Thorsten Eigner ein. Er soll dafür sorgen, dass nie wieder Gruppierungen eine solche Macht über das alte Aero Center haben. Doch auch nach der Schließung und der Umbenennung des Aero Centers wurde es alles andere als ruhig auf dem Kiez. Ab dem Jahre 2015 gab es auf dem Kiez eine blutige Auseinandersetzung zwischen Hells Angels und den Mongols. Dabei landet ein Mongols-Mitglied ein lebenslang im Knast und ein Hells Angel-Mitglied wird unter anderem schwer verletzt. Und ich denke, solche Machtkriege wird es auch weiterhin im Rotlicht geben. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nie wieder so schlimm wird, wie es früher mal war. Denn mittlerweile ist fast jeder Winkel auf der Reeperbahn von Überwachungskameras überwacht, während die Polizei hart durchgreift. Auch das Zeitalter hat sich geändert und ein Zuhälter ist nicht mehr so gefragt wie früher. Und man kann nicht mehr genau sagen, wer das Sagen auf dem Kiez hat. Die Hells Angels werden auf jeden Fall immer ein Teil des Hamburger Rotlichts bleiben. Und ich bin mir auch sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der sehr viel Macht auf dem Kiez hat. Doch das waren alle Infos, die ich online finden konnte. Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann kann ich euch die NDR-Doku, als die Killer auf den Kiez kamen, und alle Spiegel-TV-Dokus empfehlen. Als der Killer als die Killer auf den Kiez kamen, die habe ich, glaube ich, gesehen gehabt, Doku. Da war auch ein bisschen was, was ich euch jetzt dann schon erzählt habe. Wirklich sehr empfehlenswert auch anzuschauen. Aber wenn ihr grob und knackig und ein bisschen actionreich das alles haben wollt, guckt, wie gesagt, die Serie auf Prime. Sehr, sehr stark. Wir lassen erstmal den lieben Ben Bugatti ein Like da. War sehr, sehr stark, meines Erachtens nach. Und ja, Leute, was soll ich noch großartig sagen? Ich habe es ja eben schon gesagt gehabt. Ich glaube, damals war das schon nicer da zu sein, ja, also jetzt im übertragenen Sinne, weil jetzt ist es ja wirklich nur noch pure Gewalt. Es geht nicht mehr um die wahre Ehre, sondern einfach nur noch ums Gewinn, egal wie. Das feiere ich halt überhaupt nicht, ne. Man kann auch einfach die Waffen und sowas, kann man auch einfach weglassen, ne. Wenn man sich dann mal irgendwie fetzt oder was, sich gegenseitig auf die Fresse haut und dann hat einer gewonnen und macht meinetwegen das Geschäft oder dies oder das, ist ja alles schön und gut, ne? So kann es ja auch sein, meinetwegen, ne? Aber wenn es dann, weiß nicht, gleich ums Erschießen geht, abgestochen von hinten oder weiß ich nicht was, ja, dann läuft doch irgendwas voll verkehrt und es sind doch eigentlich nur noch Ratten, ja? Also, wie gesagt, ich distanziere mich ja von dieser ganzen Sache da, ne? Aber für mich ist es ehrenlos. Also, jetzt mal von dieser Sache abgesehen, mit Prostitution und dies und das und so, aber so umzugehen mit anderen dann im Kampf ist doch, also ich weiß nicht. Also es hat ja nichts mehr mit Mann zu tun, so wisst ihr, was ich meine. Aber wie dem auch sei, mir scheißegal. Lasst mir ein Like da und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, genauso wie mir. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Wir sehen uns. Peace.